Oberfreunde, heute greife ich ein Wunschthema von euch auf. Doppelstockzüge. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Train Action zur Matt. Doppelstockzüge. Das ist keine neuzeitliche Erfindung. Denn schon in den 1860er Jahren setzten Bahngesellschaften Doppelstockwagen ein. Die ersten moderneren Doppelstockzüge standen ab Mitte der 1930er Jahre bei der Lübeck-Büchener Eisenbahn im Einsatz. Bei der Deutschen Reichsbahn in der DDR kamen ab 1952 Doppelstockwagen in Betrieb. Meine Sammlung besteht grundsätzlich aus Material der Epochen 4 bis 6. Dieses 4000 Abo Special umfasst 4 Teile. Ich wünsche euch dabei gute Unterhaltung. Bis gleich. So, dann fangen wir mal mit 2 niederländischen Modellen an. Anfang der 1980er Jahre bestellte die niederländische Staatsbahn Nederlands Spoorwegen oder kurz NS beim Hersteller Talbot in Aachen neue Doppelstockwagen mit Typenbezeichnung DDM1. DDM steht für Double Decks Material, also Doppelstockzüge. Es wurden 3 Wagentypen ausgeliefert. Reine Zweitklassewagen, gemischte Zweit- und Erstklassewagen sowie Steuerwagen mit zweiter Klasse. Der Pantograph wird für die Versorgung der elektrischen Systeme benötigt, wenn keine Lok angekuppelt ist. Als Triebfahrzeuge fungierten die Lokomotiven der Baureihen 1600 und 1700, welche der Bauart der französischen BB 7200 Lokomotiven entsprachen. Sie wird in Frankreich auch liebevoll Nez Cassé, also gebrochene Nase, genannt. Die Wagen sind 26,8 Meter lang, 4,6 Meter hoch und wiegen je nach Typ zwischen 43 und 52 Tonnen. Später wurden die Lokomotiven durch Triebwagen ergänzt, respektive in den 2010er Jahren nach und nach abgelöst. Die Züge verkehren im Interregio als auch Intercity-Verkehr. Die fein detaillierten Modelle
stammen vom niederländischen Hersteller Artitec. Die Lok kommt aus dem Hause Rocco. Zwischen 1994 und 1996 stellte die NS neue, 3- und 4-teilige Züge für den schnellen Interregio-Verkehr in Dienst. Die DDIRM oder auch Double Deck Interregio Materiel genannt. Die von Talbot, respektive ab 1995 von Bombardier und Alstom gebauten Züge mit Spitznamen Regio Runner, bestehend aus 2 motorisierten Endwagen mit Führerstand sowie einem oder 2 motorlosen Mittelwagen. Die Drehgestelle lieferten SIG sowie Stork RMO aus den Niederlanden. Ab 2001 gesellten sich in Form einer weiteren Serie diverse 4- und 6-teilige Züge hinzu. Bei den 6-teiligen Zügen ist zusätzlich ein Mittelwagen angetrieben. Die erste Serie wurde aufgrund des gestiegenen Fahrgastaufkommens mit einem respektive 2 Mittelwagen verlängert. Ab diesem Zeitpunkt heißt die gesamte Serie VIRM, Verlängert Interregio Materiel, zu Deutsch verlängerte Interregio-Fahrzeuge. Insgesamt gab es 5 Serien dieser Zuggattung. Die IRM und die 4 Serien der VIRM. Das hier gezeigte Modell aus dem Hause Rivarossi stellt einen VIRM4 dar, der ab Mai 2012 in einer Sonderbemalung mit der Werbung für die Olympischen Spiele 2012 in London versehen wurde. Ein Jahr später wurde der Zug in die Ursprungslackierung zurückversetzt. Die neueste Serie unterscheidet sich von den Vorgängerserien in der Inneneinrichtung, den Leselampen sowie den behindertengerechten Toiletten mit Bioreaktor. Die mit bis zu 400 Sitzplätzen ausgestatteten 237 Tonnen schweren Züge sind 108 Meter lang.
Wir sprechen hier immer noch von den vierteiligen Zügen. Obschon die Züge für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ausgelegt sind, wird die normale Betriebsgeschwindigkeit auf 140 km/h begrenzt. Heute bedienen diese Kompositionen, von welchen zwischen 1994 und 2009 insgesamt 178 Exemplare ausgeliefert wurden, auch viele Intercity-Strecken. In den Niederlanden wird auf Doppelspur generell rechts gefahren. Die Spannung in der Fahrleitung beträgt 1500 Volt Gleichstrom. Nun wechseln wir kurz ins Nachbarland Belgien. Hier standen ab November 2002 die ersten Doppelstockwagen des Typs M6 im Einsatz. Über 490 Wagen befinden sich im Wagenpark der SNCB, der belgischen Staatsbahn. Ich gehe hier nicht mehr näher auf die Wagen ein, denn ich habe vor kurzem ein Video zu diesem Thema hochgeladen. Dort findet ihr zahlreiche interessante Fakten über die beiden lokbespannten Intercity-Züge mit dem doppelstöckigen M6 sowie einstöckigen I11-Wagen. In Belgien wird auf Doppelspuren generell links gefahren. Die Spannung in der Fahrleitung beträgt auf dem Hauptnetz 3000 Volt Gleichstrom, auf den Neubaustrecken 25.000 Volt Wechselstrom. Die eingesetzten Wagenmodelle inklusive Lok stammen vom Hersteller LS Models. Es geht erneut über die Grenze nach Luxemburg. Auch dieses Land steht der großen Herausforderung in Sachen steigender Fahrgastzahlen gegenüber. So bestellten die Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois oder kurz CFL beim Hersteller Bombardier 87 Doppelstockwagen inklusive 20 Mehrstromlokomotiven. Es gibt drei Wagentypen: der reine Zweitklassewagen, der gemischte Erst- und Zweitklassewagen sowie später der Steuerwagen, ebenfalls in gemischter Konfiguration mit erster und zweiter Klasse.
Ab 2004 stießen die ersten Mittelwagen zur CFL. Da sich die Lieferung der Steuerwagen verzögerte, konnte man am Anfang interessante Kompositionen beobachten. Wie beispielsweise Doppelstockwagen eingereiht in einem Sandwich zwischen zwei Lokomotiven oder eine Kombination aus Doppelstock und den älteren Wegmannwagen. Gefahren werden die mit bis zu 5 Wagen zusammengestellten Züge mit der Mehrstromlok Baureihe 4000, auch bekannt als Trax-Lokomotive. In Luxemburg wird auf Doppelspuren generell rechts gefahren. Die Spannung in der Fahrleitung beträgt 25.000 Volt Wechselstrom. Die hier gezeigten Wagenmodelle stammen aus dem Hause Hobby Trade. Und die Lokomotiven? Ratet mal! Genau, Rocco! Auch über diese Züge gibt's ein Special. Am 3. Dezember 2020 habe ich ein Video über die CFL hochgeladen. Den Link findet ihr wie immer hier in der Videobeschreibung. So, das war Teil 1. In Teil 2 setzen wir unsere Reise in Richtung Deutschland fort. Bis bald!